Was ist das Urteil, wenn man mit einem Kleidungsstück betet, welches gekrempelt ist wie einer Mütze oder einer Hose? Also das, der Grundsatz hierbei ist, dass dies verhasst ist, ja, dass dies verhasst ist, außer es ist so sozusagen produziert worden. Also beispielsweise hat hier, du zum Beispiel, deine Mütze, ja, sie ist gekrempelt. Sagen wir jetzt, es ist Verbot oder es ist verhasst, dass er mit dieser Mütze betet. Nein, warum? Weil sie so produziert wurde. Ja? Auch in manchen sozusagen, bei manchen Hemden oder Hosen, da ist es einfach so gemacht worden, dass die einmal umgekrempelt wurden und dann zum Beispiel zugenäht wurden. Das ist so. Das ist dann natürlich nicht verhasst.